Servus Leute, ich bin's der Steffen, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich laufe jetzt hier gerade neben Mercado in der äußeren Bayreuther Straße in Nürnberg und heute fahre ich in der Heroldsberg und wenn ich schon durch Heroldsberg fahre, mache ich zwei kleine Zwischenstopps, die ich euch dann zeigen werde. Ein Kumpel war nach langer Zeit wieder mal hier im Mercado und hat zu mir gesagt, allein wenn man sich den Eingang anschaut, also den Haupteingang, der schaut richtig einladend aus. Naja, und dann habe ich mir gedacht, wenn du da einen kurzen Zwischenstopp in Heroldsberg machst oder zwar, dann schauen wir jetzt einmal den Eingang an, ob der wirklich so einladend ausschaut. Also ich muss ja erst einmal grundsätzlich sagen, das ist mein persönlicher Geschmack, mir gefällt das Frankzentrum von innen besser wie das Mercado. Ist auch größer. Und ein anderer Bekannter ist so begeistert von den Arkaden. In der Lange, die habe ich aber nur noch ganz flüchtig in Erinnerung. Da bin ich mal ganz schnell durchpusht, weil ich aufs Klo musste, also da habe ich nicht viel mitbekommen. Und das Flair in Fürth habe ich mir auch von innen noch nicht angeschaut. Aber wenn ich schon mal bei Geschäften bin, wenn ich jetzt zum Beispiel den Mediamarkt und den Tefi-Markt vergleiche, fällt mir von innen der Tefi besser. Ich fühle mich auch beim Lidl wohler wie beim Aldi. Und auch der Rewe gefällt mir besser wie der Edeka. Naja, jeder hat halt so seine Geschäftler, wo er gern einkaufen geht. So, und jetzt kommt da hier der Haupteingang, wo mein Kumpel gesagt hat, der wirkt so einladend. Macht euch einmal selber Bild. Also ich finde, der Eingangsbereich schaut schön aus. Das Rode vom Vodafone Shop passt dazu. Die kleinen Bäume passen hier auch dazu. Also da hat er recht gehabt, muss ich sagen, schaut gut aus. Abgesehen davon finde ich jetzt auch das Gebäude vom Aussehen gar nicht einmal so schlecht von außen. So, und dann fahre ich jetzt mal nach Heroldsberg und zeige euch mal die Klang zwar Zwischenstopps. So Leute, und hier bin ich auch schon in Heroldsberg am Ortsanfang und hier seht ihr das Haus und das ist der erste Zwischenstopp, den ich meine, und zwar dieses auffallende Grün, was mir persönlich jetzt nicht so gefällt. Da ist ein indisches Restaurant drin und da war auch schon vor weit über 20 Jahren ein indisches Restaurant drin, das weiß ich heute noch. Ob das jetzt derselbe Besitzer ist, weiß ich nicht, aber das ist mir, wenn ich an Heroldsberg denke, immer irgendwo im Kopf geblieben, dieses Grün, also das Häusler hier. Vielleicht kennt es einer von euch. Ich glaube, früher sah das sogar noch ein wenig auffälliger aus, weil da war noch irgendwas Lilanes, soweit ich das in Erinnerung habe, an der Fassade. Apropos indisch, ich war schon lang nicht mehr indisch essen. Hier in der Region gibt es ja einige indische Restaurants, was ich gesehen habe. Mir hat einmal jemand gesagt, er kann mit der indischen Küche nichts anfangen. Das ist oft zu scharf. Das kenne ich ja jetzt von der thailändischen Küche. Wenn ich schon von Schärfe spreche, das hat zwar jetzt nichts mit dem Gericht zu tun, aber kann ich trotzdem empfehlen, wenn ihr auch beim Lidl einkauft, da gibt es diese mittelscharfen Peperonis. Und die sind nach meinen Schärfeempfinden nicht mittelscharf, sondern schon richtig schön scharf. Die benutze ich zum Beispiel bei Gerichten, da tue ich mir einige Stücke immer rein, gebe dem ganzen Gericht einen richtigen guten Schärfekick, finde ich. Ich selber bevorzuge ja eh die meisten Gerichte immer etwas scharf oder mittelscharf. Erstes Restaurant jetzt, Ganesha. Muss ich mir mal im Internet erkundigen, was der für Gerichte hat.
So, und dann fahre ich jetzt einmal weiter zum zweiten kleinen Zwischenstopp hier in Heroldsberg. So Leute, und jetzt bin ich ja schon da und hier drüben seht ihr das Haus. Das ist das Gasthaus und Hotel Rotes Ross. Da war ich mal vor über 30 Jahren drin. Das war eine Weihnachtsfeier. Und das gibt es ja auch schon ewig in Heroldsberg. Hier steht es drauf, seit 1623 gibt es das hier, also schon sehr lang. Wenn jemand von euch das Hotel und Gasthaus Rotes Ross kennt oder das indische Restaurant, schreibt es einmal bitte unten in die Kommentarleiste. Ich höre jetzt einmal mit dem Film hier auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder ein Like da lasst. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald und ciao.